Hallo liebe 3B, hallo Renate. Ich habe beschlossen, ein Osterlamm zu machen, weil ja bald Ostern ist. Dazu braucht ihr 60 Gramm Speisestärke, 60 Gramm Mehl, 60 Gramm Nüsse, gemahlene Nüsse, 100 Gramm Zucker, 100 Gramm Butter, 2 Eier, Salz, Backpulver, Rum, also ein Esslöffel Rum, ein Esslöffel Vanillezucker und zum Dekorieren noch Schokolade für die Augen und Staubzucker. So sieht die Form aus und jetzt werde ich sie mit innen mit Butter beschmieren. So, und jetzt brauchen wir noch Mehl. Bevor ihr aber das Mehl reinfüllt, müsst ihr die Form noch zumachen, damit auch nichts im Ofen rausrinnt. Also das Mehl nicht rausrinnt. Die zwei großen Clips sind auf den Seiten, damit es dann im Ofen ganz gut steht. So, jetzt nehmen wir das Mehl und schütten es mal rein. Müssen wir das Mehl hier? Jetzt machen wir den Teig. Jetzt mahle ich die Nüsse. So, jetzt heize ich den Ofen auf 180 Grad auf und mache den Teig. Jetzt fülle ich alle Zutaten der Reihe nach rein. Und jetzt rühre ich das alles. Ups, die Nüsse müssen ja auch noch rein. So, jetzt fülle ich den Teig in die Form. Und jetzt gebe ich die Form in den Ofen. Nach 40 Minuten können wir unser Lamm endlich aus dem Ofen nehmen. Jetzt schauen wir mal, wie es gelungen ist. Ja, sehr gut gelungen. Jetzt kommt die Schokolade ins Spiel. Als erstes nehmt ihr ein Messer und macht ein Loch rein. Dann nehmt ihr einen Schokoladentropfen und drückt ihn in das kleine Loch. Dasselbe macht ihr auf der anderen Seite. Jetzt bestäubt ihr das Schaf mit Staubzucker. Jetzt ist er fast fertig, aber zuerst bekommt er noch eine schöne Schlaufe. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr nicht eine Schafsform habt. Ich habe zum Beispiel auch das gleiche Rezept, nur halt in einer normalen Kuchenform gemacht. Damit es nicht so fad ist, habe ich einen Trick für euch, wie ihr ein kleines Mandala drauf machen könnt. Ihr legt egal etwas drauf, einen Hasen zum Beispiel. Und ja, dann bestäubt ihr alles mit Zucker, also mit Staubzucker. Jetzt nehmt ihr vorsichtig die Form ab. Und dann sieht das alles so aus. Ich wünsche euch noch frohe Ostern und noch guten Appetit.